Antonia, magst du dich vielleicht schon mal freimachen? Ich meine, du weißt ja. Aber wir schauen einfach mal. Vielen Dank, Novak. 163 für die Gifted Subs, Alter. 5 Gifted Subs. Ehrenbruder Novak back am Start, meine Freunde. Ihr wisst was. Wer war das? Nein, nein. Alter, nein. Nein, welcher. Nein. Welcher dummer. Nein, Alter, nein. Nein, 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 nein. Nein, Alter, nein. Das ist nicht real. Doch. Ey, das ist so scheiße, Alter. Das ist richtig clever, Leute. Das ist richtig clever, aber auch richtig scheiße zugleich. Wenn ich den hier unten abbaue, ist hier alles voller Wasser. Ey, nee, Alter. Wer war das, Leute? Es ist schon lustig. Das ist ein extrem geiler Prank, Alter. Muss ich direkt mal. Ey, Leute, wer war das? Wer war das? Stegi? Petrit und Stegi? Gamers Time. Dena, Leute, wisst ihr safe, wer es war, oder schreibt ihr halt einfach nur irgendwelche Namen? Stegi und Petrit? Kann ich mir sogar vorstellen, Alter. Scheiße, Mann, Alter. Das ist echt nicht dumm. Ey, okay, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das jetzt cleare, Leute. Ja, Schwamm, Alter. Witzig, Leute. Habe ich Schwamm im Sonderangebot? Wo soll ich das herhaben? Soll ich bitte Schwamm herhaben, Leute? Ey, Mann, Alter. Ja, Spark wird ihr die Schwämme safe in der Enderkiste haben. Oder, Leute, ich kann doch nicht bei Spark einfach Schwämme nehmen. Ich guck mal ganz kurz, ob er es irgendwo hat, Alter. Sand oder Schwämme? Ja, 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 irgendwie sowas halt, ne? Wir gucken mal dreisterweise, Leute, ob Spark hier irgendwie was hat, was... Hm. Der wird mich umbringen, oder Kevin, wenn ich einfach in sein Lager gehe, ne? Ich glaube, ja. Gut, lassen wir das lieber. Alter, der ist direkt online! Ja, weil er wahrscheinlich seinen Stream anhat. Er kommt direkt online, schreibt Finger weg, Lappen, Alter. Hallo, Spark. Nein, nein, ey, ey. Hier, Kartoffeln. Kartoffeln. Und, Kartoffeln. Kartoffeln, Spark. Du magst doch Kartoffeln. Entspann dich, Bro. Entspann dich. Entspann dich, Alter. Sehr schnell da. Komm bitte, Matthias, Spark. Du, ich weiß, dass du gerade meinen Stream guckst, okay? Spark, hier ist Spark, die... ich glaube, die braucht Hilfe. Hier ist eine... Also hier ist einfach eine... Spark, Spark, da ist ein Hopper, bei, eine Katze bei dir im Hopper, ne? Yes, I know. Die ist irgendwie mal drin gelandet. Ich wollte das Lager da mal weiterbauen, aber habe mich doch dagegen entschieden. Und dann ist sie da drin gelandet. Ich habe gedacht, ja, dann bleibt sie halt da eingesperrt. Die Arme, aber die stirbt doch irgendwann, wenn die kein Futter bekommt. Sag mal, Spark, ich brauche mal kurz deine Hilfe, ne? Ja, du brauchst Schwämme, kann das ja sein? Ja, komm mal mit hoch, Alter. Das ist richtig genial. Da muss jemand hintergesteckt haben, der wirklich Ahnung von Minecraft hat. Also ja, das kann schon mal nicht... mit einem Wasserpool drin. Aber ja. Du kannst dich doch einfach hochbauen und die Erde mit, das Wasser mit Erde zukleisten. Aber ist nicht so geil wie mit Schwämmen, musst du zugestehen, oder? Kann ich dir wiedergeben. Einmal One-Time-Use. One-Time-Use den Schwamm. Hier sind zwei Stück. Ich denke mal, das reicht aus, um das zu klären. Danke dir, mein gutes Die Tag. Sind halt echt schwer, die kriegst du nur aus diesem dämlichen Tempel raus. Ja, weiß ich. Also es kann auf jeden Fall nicht Patrick gewesen sein. Der ist zu dumm für sowas, Spark. Ja, das kann schon sein. Stegi-Kipp steckt dahinter. Direkt mal Patrick mit Lava nachbauen. Gute Idee, Leute. Können wir machen. Übernehmen wir das Design 1:1. Danke für den Hinweis, Spark. Kein Problem. Kommt doch von dir die Idee, oder? War jetzt so ein indirekter Auftrag. Kann man, oder? Ich würde sagen, das war voll gespiegelt. Das ist einfach nur 1:1 gerechtfertigt. Ich komm rein. Okay, alles gut. Ja, weil wenn jemand Wasser setzen konnte, ist es unter der maximalen Bauhöhe. Wenn du Wasser auf der maximalen Bauhöhe setzt, geschafft, dann verpufft das. Das war ein extrem starker Prank. Kann man nicht anders sagen. Entschärft. Boah, geil. Boah, war das satisfying, Alter. Das nochmal in Zeitlupe jetzt, Leute. Geil. Abbauen, das war richtig schön. Hast du gerade gesehen bei mir im Stream? Als das alles runtergefallen ist, war richtig geil, Alter. Yep. Da wird mir direkt warm ums Herz. Und nicht nur ums Herz, das sage ich dir. Auch in anderen Körperregionen geht es da direkt los, mir zu kribbeln. Ja, Minecraft halt. Ne? Was soll man machen, Spark? Minecraft, da kribbelt es. Ja, ich bin schon verheiratet seit 8 Jahren mit. Besser ist das, Alter. Besser ist das, Leute. Oh, geil, Leute. Schön die Falle entschärft. Und das war clever, Leute. Gut, ich setze mich heute vorne an unsere Festung, den Festungswall hinten beim Schiff weiter auszubauen. Ich baue übrigens nur einen Schiffspark, ne? Nur, dass du es weißt. Ja, ist ja okay. Weil ich Alter. Bin kein Urlaubsmensch. Ist das hier Romatras Ernst? Was für eine verkrüppelte ist das denn hier? Tut mir leid, dass ich mich gerade so ausdrücken muss, aber... Leute, was ist denn das? Ah, sag mal... Das gibt eine Anzeige. Romatra, sag mal, hat's bei dir, Alter? Was ist denn das hier? Der hat hier so eine Treppe gebaut. Der sieht aus wie von einem Kind, was Durchfall hatte. Der Romatra. Nee, Junge. Zünd dich an. Ich zünd Romatras Treppe jetzt an, Leute. Brennt Treppenstufen, Spark? Ja, ne? Jo. Leute, das zünd ich an, Alter. Tut mir leid. Also, das ist ja wirklich, das ist eine Unverschämtheit, dass der da wieder... Ich finde es sehr schön. Ja, da kannst du auch direkt meinen Stream ausmachen. Dann bist du hier falsch. Wenn du so eine ästhetische Herangehensweise hast, dann möchte ich nicht mehr, dass du hier zuguckst. Ich möchte nicht, dass du diese Treppe anzündest. Warum? Weil ich die noch nicht gesehen habe. Kevin, du kannst mir jetzt meinen Stream anschalten. Ich muss jetzt die Treppe anzünden. Die ist auf meinem Grundstück. Es tut mir leid. Diese Treppe muss brennen, Leute. Haben sie auch damals gesagt, ist ja auch egal, reden wir nicht drauf ein. What the f***,
Alter, die weißt du, die ist doch noch nicht mal, die ist nicht annähernd fertig, die Scheißtreppe. Siehst du, wie steil die ist? Ja, siehst richtig, steil, genau. Genau, deshalb müssen wir die abbrennen und anders machen. Ja, nein, die geht nicht anders. Wie willst du denn da hochkommen? Hör mal, Romatra, ich zeig dir das später mal. Wir machen eine schöne Wendeltreppe hier, weißt du? Komm. Wendeltreppe, Alter. Auf geht's hier, der Hase muss brennen. Romatra, das ist die Treppe zur Hölle. Deshalb brennt sie auch. Die brennt nicht nur in meinen Augen, sondern auch in Minecraft. Ich hab da voll lange für gebraucht. Ja, Digga, da kann ich ja nichts für, dass du wirklich Ästhetik einfach auf einer ganz anderen Wellenlänge als ich klingst. Guck mal hier, wie das aussieht hier. Boah, sieht schon geil aus, Leute. Das ist geiler Thumbnail. Warte, jetzt das Thumbnail-Gesicht? Okay, perfekt. Habe ich Titel, Leute. Petra zündet meine Treppe an. Ist gar nicht passiert im Video. Ist egal. Nein, ich habe gedacht, ich esse jetzt hier entspannt und dann spiele ich ein bisschen Craft Attack und dann komme ich rein und dann wird mein Bauwerk gecreased oder es was. Es ist kein Bauwerk. Das ist einfach eine Beleidigung für jeden Architekten. Tut mir leid. Also kann ich nicht beurteilen, Grenzen. Weil ich habe die Treppe nicht sehen können. Nee, ich finde nur nicht in Ordnung, dass du immer alles anzündest, wenn du sagst, es ist hässlich. Kevin, es müssen Wälder gerodet werden, um neues Leben zu schaffen. Das hat damals schon der Chef vom Amazonas gesagt. Vom Amazonas oder von Amazon? Amazon. Das hab ich gerade auch gedacht. Neo Matra, ist es leider so. Also es ist leider in der schrecklichen Welt heutzutage so, dass wir, ja, so uns daran, ja, genau. Perfekt, habe ich gut gesagt den Satz, Leute. Können wir das kurz klippen? Bald 2500 Subs, Leute. Ganz ehrlich, ich glaube, bei 3000 höre ich auf zu streamen. Also alle reinzappen. Au, hab mich selber angezündet. Petrit war das, Leute. Wir sprengen seinen Turm. Revi, hier ist was ganz, ganz Schlimmes in meinem Chat. Was denn? Hier schreibt jemand, dass Petrit Reef zwangsverheiraten will mit ihm. Das wollte ich sowieso nochmal ansprechen, Leute. Ich möchte gerne Gegenkampagne starten. Ich wollte mir gerne Reef in Minecraft klären. Was haltet ihr davon? Würdet ihr mich da als Casanova unterstützen? Ich brauche so ein paar Wingmans. So eine Date Night, Romatra, du bist doch extrem gut in Dates, oder? Da bin ich extrem gut, Alter. Wann hast du letztes Mal geheult bei einem Date? Letzten Samstag. Perfekt, den brauche ich in meinem Team. Spark, wann hast du dein letztes Date? Du hast jetzt eine Freundin, ja, schon länger, aber ne? Aus dem Thema halte ich mich mal raus gerade. Warum? Gönnst du mir die Beziehung mit Reef nicht, oder wie? Spark? Nö, generell, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Stream sagen sollte, aber... Chat hat Reef einen Freund? Nicht ganz. Das tut mir leid, Alter. Nicht ganz? Ist sie schwanger? Hat sie mich betrogen, obwohl wir nie eine engere Bindung hatten? Jede Frau, musst du sie selbst fragen. Mit also der ich gerne mal was gehabt hätte? Abends im Just Chatting Streamer hast du gesagt, aber... Sie gehört Petrit, das ist, Leute, also... Grief ist... Okay. Ach so, Leute. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich natürlich jetzt. Also bisexuell ist... Nee, das wäre voll vom Feind für mich, aber ist sie denn auch in Minecraft lesbisch, ist die Frage. Ich habe ja auch eine Beziehung im echten Leben, aber in Minecraft kann man ja sein, was man will, Leute. Süße, also du hättest gestern auf jeden Fall noch dabei sein müssen, was Petrit mir alles hier für eine Cringe im Teamspeak bei dir erzählt hat, Revi. Dass der jetzt hier Reef zu einem Candlelight-Dinner auf Twitch einladen will und so ein Kram. Das denkt also das war schon... Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich gestern echt geschämt für Petrit. Natürlich, ne? Alter, natürlich schämt Junge, man sich für Petrit fremd. Ganz klar. Was denken die Zuschauer über mich, dass ich so jemanden wie Petrit kenne? Na? Guten Tag. Na, wie geht's dir? Das ist interessant. Ey, ich will nichts für diesen ganzen Cringe hier zu tun haben. Warte, Revi, kann ich alle kurz Laufsteck anpassen, Moment. Kann jemand noch ins Bett gehen, bitte? Antonia, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Madeira? Gut wie immer. Sehr schön, sehr schön. Ach Mensch, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ne? Lange nicht mehr gehört. So. Soll ich nochmal nach Madeira kommen? Oh, das wäre cool sogar. Kann ich da bei dir übernachten? Oh, also auch mit Mo? Nimmst du Mo mit? Ja, das ist ja nicht mehr zwischen euch beiden. Ihr habt euch ja getrennt. Ach so, ja, okay. Ja, ich dachte, also, vielleicht kann Mo trotzdem vorbeikommen. Willst du nochmal? War gut, ne? War toll. Ich hab dir gesagt, der hat Premium. Vielen Dank, ne? Also da hast du echt einen guten Tipp gegeben, ja. Ja. Du Reef, ich muss dich darf ich dich jetzt mal da was fragen? Mhm. Sag mal, ist jetzt vielleicht so wie also ob man jetzt sowas onstream natürlich jetzt Antonia. Ja. Sag mal, so orientierungsmäßig, ne? Ja. Wohin geht's denn da? In beide Richtungen tatsächlich. Das ist ja super. Nee, da haben wir das doch dann. Haben wir geklärt. Dann passt das doch. Antonia. Ja, optimal. Dann haben wir doch. Nee, schön. Würdest du mal in Minecraft irgendwie ausgehen? Ausgehen, also in Minecraft? Ist es ein Date? Ach, also Date. Oh, wie du magst. Es ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich war noch nie auf einem Minecraft-Date. Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe hier oben eine Villa, die Fetzer. Kevin. Okay. Kevin. Magst du gern essen, Antonia? Du isst doch gerne. Wir waren doch in Madeira, wohnst du, nicht in Antonia. Ich esse, ja. Mhm.
Ich esse auch immer. Wir können ja mal zusammen essen gehen. Ich wollte gerade die Fettsack GmbH fragen, ob die vielleicht Lust hat, wisst ihr was zu kochen? Kennst du die Fettsack GmbH? Nee, noch nicht. Die machen super Essen. Das ist der Gamers Time. Der hat seine eigene Firma. Vielleicht sponsert der ja was, Alter. Hättest du denn noch Lust, eventuell mir danach zu fashen? Das muss ich mir noch überlegen. Okay, aber also du kennst, du weißt von der Kunst des Fashions, du weißt, wie sehr meine Familie da etabliert ist seit Jahren schon. Nee, noch nicht. Aber wenn du es sagst, dann glaube ich dir das. Ich bin Meisterfäscher. Doch. Mhm. Also ich fäsche gern und viel umher, sage ich immer. Mhm. Ich ziehe durch die Lande und fäsche. Du, Antonia, wollen wir das heute vielleicht schon machen? Also, ich meine, guck mal, ich weiß, es ist Petrit, aber sei mal ganz ehrlich, du findest ihn noch null attraktiv, oder? Da ist doch, also der hat ja nichts, der hat ja nicht mein Haus. Der wohnt in der Toilette, Antonia, neben deinem Haus. Ich hab dem so ein Haus und nicht, also Petrit meinte immer, der hat eine Villa. Das habe ich dir jetzt auch geklaut. Die ist super auf sein Haus. Und ist wieder. Mäuschen. Darf ich die Mäuschen nennen? Ist das okay? Nee, das finde ich. Find ich eher. Was magst du denn so? Zuckerschnecke? Das ist okay, ja. Okay, ich mache jetzt ein Water Emoji für dich. Wenn ich sterbe, dann tue ich es für dich. Wenn ich überlebe, dann ist es auch für dich, okay? Ey, wer hat hier mein Haus gesprengt? Das war Petrit. Achtung, Water Emoji! Ich hab's gesehen. War schön. Das habe ich nur für dich getan. Beeindruckend. Ja, lass uns erstmal ganz kurz das Haus von deinem Stalker begutachten. Okay, das ist eine wichtige Therapie. Mhm. Darf ich mal in deinen Keller kommen? Mhm. Okay. Kannst du ja anschauen. War doppeldeutig, hast du verstanden, ne? Darf ich mal in dein Untergeschoss kommen? Ach ne? So. Wir verstehen uns, Antonia. Wir verstehen uns. Ja, ich verstehe es. Voll übel lustig. Wegen verstehst du? Ja, übel lustig. Ach, das ist Petrit? Ja. Nee, das ist dein Haus. Petrit sieht ja. Also, das ist ja nicht Petrit, das ist sein Haus. Ach so, Ja. Hier stehen überall so Umzugskartons. Warte mal. Er ist ja am Bauen noch. Ja, weil das wird sich nicht ändern, das weißt du. Das ist seit 8 Tagen sieht das hier so aus. Das ist ein Trümmerhaufen. Das ist eine riesige Toilettenschüssel mitten in der Landschaft. Ja, das stimmt. Ja, true. Guck mal, siehst du da drüben? Komm mal her, Antonia. Siehst du da drüben? Diese alte Burg? Da? Die kenne ich ja. Das ist die alte Burg, ne? Und wunderschön. Dann ich sehe sie nicht, weil meine Chunks nicht laden, aber ist schön. Diese alte Burg mit dieser wunderschönen modernen Villa. Stell dir mal vor, wir beide oben am Balkon und dann wird richtig gefasht. Das klingt super. Oder? Meinst du, Petrit stalkt mich von hier, wenn der so runterguckt? Ja, natürlich. Deshalb hat er hier gebaut. Also erstmal klar, um mich abzufangen. B, um halt hier auf dich zu schauen, während du duschst. Ich glaube, ich brauch da mal ein Dach. Ein Dach wäre gut, ja. Ja, oder ich kann einfach bei dir duschen. Geht auch. Boah, Antonia, ich baue eine große Infinity-Pool, habe ich oben, eine Badewanne. Oh. Mhm. Was er gestern gemacht hat, ich habe im Bett geschlafen, er hat sich auf mich gestellt, sich ausgezogen und einmal getwirkt. Das Antonia, bei mir ist das in Minecraft auch beidseitig. Beidseitig orientieren. Hoch, runter, links, rechts, alles, Antonia. Ich fahre in alle Richtungen. Ich strecke meine Fühler wie ein Oktopus aus. Komm mal. Ich komm. Ich zeig dir Oma meine Kartoffeln. Auch seltsamer Spruch, aber ich habe eine Menge Kartoffeln. Das hier ist meine Schildkröte, Dr. Uwe. Den geht's gut. Guck mal, der hat hier einen riesigen Pool. Süß. Ne, schau mal, der steckt immer da unten unter dem Stein fest. Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit, weil ich finde Aquarien auch super. Ah, Unterwasserlebewesen. Oder toll, ne? Hast du gerade in meiner Schildkröte angegeben? Sumatra, hör mal auf. Jetzt, Alter, mach mal Wingman jetzt hier. Nee, komm, Antonia, ich zeig dir. Guck mal hier. Bei mir wird Sicherheit ja groß geschrieben. Guck mal da. Wenn man das falsche Item reinwirft, passiert genau das. Mhm. Todesfalle. Aber jetzt mit dem Schlüssel. Hier. Und dann müssen wir wieder raus. Weißt du was? Wir sind ja schon so gut mittlerweile. Hier, gib dir mal einen Schlüssel von meinem Haus. Einfach in das Ding reinlegen. Kommst du da rein. Ne? Hier ist so ein kleiner Indoor-Garten. Hier kommen ja schon die alten Burggemäuer hoch. Guck mal hier mit den Weinreben. Mhm. Ach, wunderschön, sehr oder? Schön. Ja. Hier mein großes Fenster, hier ist noch ein bisschen Elektrik, der Elektriker war noch nicht ganz fertig. Dann haben wir hier den alten Säulengang, der noch mit einem Dach versehen wird. Also kannst du auch eine Glühbirne wechseln. Antonia, ich bin Handwerker durch und durch. Ich bin nicht nur ein super Fächer, sondern auch ein toller Handwerker. Ich verlege Rohre, alles. Haben wir hier einen altertümlichen Turm, der noch gerade wirklich hier restauriert wird, Alter. Hier haben wir eine wunderschöne Teakholzterrasse mit einem Tor. Ein Portal in eine andere Welt. Und zu meinem Herzen, Antonia. Wenn du durchschreitest, dann kommst du direkt. Ach, schön, ey. Komm mit. Komm, mega. Toll. So, hier noch momentan leider ein Einzelbett, Antonia. Aber das wird sich ändern, ne? Ich würde gerne ein Doppelbett draus machen. Bin ich ehrlich. Mhm. Hier würde ich dann gerne nämlich einfach ein Doppelbett hinstellen. Guck mal hier. Mit diesem wunderschönen. Und ich kann auch da auf dein Haus gucken. Siehst du das? Schau mal das hier. Haus, das hier jetzt. Achtung, stopp. Ja? Jetzt hier. Moderne, contemporary Architektur gepaart mit altertümlichen Burgmauern. Gab's so noch nie. Sehr schön, das hier ist mein Meditationsraum. Hier gehe ich hin und denk nach und lass es mir einfach gut gehen. Und das ist auch mein, unter anderem auch hier mein Feschraum. Also hier können wir auch mal ein paar über Betten hin auf dem Boden und dann können wir mal loslegen. Ja, hier auch wieder sehr schön natürlich, ne? Kommt eine riesige. Achtung! Ich verteidige dich! Hol dir Malz! Oh.
Antonia, ich hab das. Ich hab alles unter Kontrolle. Oh, so. Also ich bin so beeindruckt. Mensch, oder? Das war ja, schon hier, eine kleine Heldentat, hier kann man auf dem Dach liegen und einfach mal in die Sterne schauen. Schau mal da oben, siehst du das da rechts? Das ist der große Wagen, Antonia. Und das da links daneben, das ist die Million, die ich auf dem Konto habe. Okay. Die große Million heißt es. Genau. Ah, schön. Antonia. Es war mir doch zu unangenehm. Oh. Antonia! Soll ich es sehen? Antonia! Rivi, ich weiß nicht, ob ich das sehen sollte. Ach, natürlich, Antonia. Antonia, schau mich an. Geschaffen wie von Gott gewollt. Darf ich dir schnell den Waterdrop zeigen? Komm. Ich bin leicht rot. Stell dir vor, du machst jetzt dein Geschäft, dein großes, ja? Ja, im Pool. So, und jetzt, wenn du hier machst, dann kniest du dich hin und dann ziehst du die Kacke. Warum lachst du? Nee, warte, das ist Kunst. Hör mal auf, das ist Kunst. Du ziehst die ganz kurz, zack, zack, hast du gesehen? Schnell das Wasser berühren und dann wieder hochziehen. Und Achtung, da ist sie, hier. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich. Also, ist für dich, so, kannst du mitnehmen, ist für dich. Ist aber jetzt nicht so mein King. Okay, nimm mich mit. Hab ich einfach in der Hosentasche. Ich finde es okay, so, aber wenn du möchtest, ich hab's in der Hosentasche. Ich hab's in der Hosentasche. Ich merk's mir. Also, ich habe ja gehört, du hast auch einen echten Freundin. Ich meine, Minecraft-Freundin ist ja nochmal was anderes. Ganz genau, was komplett anderes, Antonia. Aber ist es auch von allen Seiten okay? Das ist in Ordnung, klar. Ja? Das passt. Bin ich dann auch automatisch ihre Freundin, weil, ne? Ach so, wegen dem Interesse so. Mhm. Ja, klar, können wir machen. Das können wir zu dritt passt. Machen wir in Madeira eine große Fash-Session. Passt. Ja, und Mo. Und Mo, den zu viert. Ja, klar, klar. Vergessen. Nein, natürlich, okay. Natürlich. Dann bin ich jetzt erstmal mich fertig machen für heute Abend. Ich mach hier oben alles fertig, Antonia, ja? Ich suche mir was Schönes zum Anziehen. Oh, Antonia, ey, das ist so toll. Ich freue mich wirklich, Alter. Hallo? Abi. Ja? Lass die Finger von ihr. Was? Wer ist denn da? Wie wär's denn da? Wer ist denn da, bitte? Alter, das wird ja noch schlimmer. Petrit. Hallo? Halt dein Maul, Digga. Ich hab wirklich sehr schlechten Empfang. Hallo? Petrit, du Bot, Alter. Baby, hörst du da irgendwas? Ich hör. Hallo? Ich halt mich raus. Ich hör da nichts. Hallo? Digga. Keine Ahnung, Leute. Ich muss sie verwählt haben. Weiß ich nicht. Na, da waren anscheinend schon ein paar Gefühle da. Ich hab gerade an dich gedacht, deshalb muss ich stöhnen. Achso. Ach, wie süß. Hey, Rivi. Umständlich verdreht. Rivi, kann ich dir noch irgendwie helfen? Romatra, mach mal Kuchen, Alter. Soll ich den Kuchen backen? Mhm. Alles klar. Bitte schnell, jetzt, ja? Weizen! Hab ich, komm her jetzt! Niemand hat mir gesagt, dass ich für einen Kuchen Weizen brauche. Komm mit dem scheiß Milcheimer einfach hoch! Rivi! No Fash November, Leute, scheiße. Ich lebe jetzt in der Wildnis. Ey, Antonia, bitte! Antonia, ich zünd schon mal die Kerze an, ja? In der Hoffnung, dass du sie siehst. Ich hab meinen schönsten Anzug rausgesucht, Antonia, bitte. Wenn du mir jetzt keinen Weizen hast, dann f*** dich, Revi. Dann wird das zu Blutbein gefasht. Oh, gib schnell den Eimer! Junge, f*** dich, Alter. Erstens brauchst du noch eins, noch drei. Wie siehst du aus? Junge, ich bin gestorben für diese drei Eimer. What the fuck ist passiert? Wie backt man einen Kuchen? Eier? Junge, jetzt gib mir doch einfach das Weizen. Ich hab doch gerade gegoogelt. Hier. Romatra. Ja, was denn? Siehst du das, was das ist? Ja. Okay, oh. Just in case, ja? Ja. Just in case, okay? Ich bin ready. Draufhalten, Alter. Ich bin da. Ach, meine Güteste. Komm rein. Schön, dich zu sehen. Ich hab meinen schönsten Anzug an. Wenn du mir ganz kurz noch Zeit lässt. Wie findest du mein Outfit? Du siehst heute bezaubernd aus, meine Güteste. Und meine Schuhe. Okay, Chat, wünsch mir Glück. Hier, ich hab dir ein paar Blumen geholt. Ich hab dir auch eine Blume mitgebracht, tatsächlich. Schön. Ach, wir schauen uns den Sonnenaufgang an beim Date. Mhm. Komm her, meine gute Sonnenaufgang ist auch toll. Schau hier. Siehst du diese große Kerze, die ich hier gebaut habe fürs Candlelight-Dinner? Schön. Schau mal sehr hier. Sehr schön. Setz dich. Lass es genießen. Komm, sollen wir erstmal essen? Lass uns erstmal essen. So, jetzt sehen wir uns wieder. Passt eigentlich. Es ist einfach nur wunderbar. Wie gefällt es dir hier? Auch. Es ist eine wunderschöne Aussicht. Romatra Feuerwerk. Ach, Antonia. Nein. Lass ruhig. Ich will gucken. Ich will noch besser. Du möchtest rausschauen? Ich verstehe das, Antonia. Ah, da Feuerwerk, Antonia, schau mal. Feuerwerk? Schau mal da. Oha. Du, Antonia, komm mal ganz was mit mir. Ich hab hier was in meiner Hand. Das Essen war unglaublich. Ach komm, ich nehm dir noch was vom Kuchen. Ich hab dir fast ganz alleine gegessen. Ich bin so aufgeregt. Hier, komm, wir trinken noch ein bisschen was, Antonia. Wir beide, jeder noch zwei Drinks reinscheppern. Das ist aber ganz schön viel. Dann so werden viel wir ein bisschen lockerer. Ich komm. Trinke normalerweise nicht so viel. Antonia, trink mit mir. Hat's Antonia, geschmeckt? Schau mal, was ich hier hab. Aha, okay. Oh,
Also ich bin wirklich... Was sagst du dazu? Ach, guckt jemand zu. Guck mal, da guckt jemand zu. Das ist nur mein Hauswart. Der Romatra, der tut also das Dach reparieren. Der repariert das Dach. Oh Gott, das finde ich sehr angenehm. Ich repariere das Dach. Hallo. Nein, nein, nein. Wo sind Sie denn? Hallo. Sie haben aber eine schöne Nase. So wie die Nase des Mannes. Kamera. So auch sein... So auch sein Waschbär, so auch sein Waschbär kann, ist der. Kann ich das, wie also der Nase eines Mannes, so auch sein Waschbär. Kann ich nochmal das Ding, was ich dir gerade gegeben habe, zurück... Antonia, Romatra, es ist Zeit, dass du gehst. Versteck dich. Antonia! Ja? Antonia! Ja, sorry, ja. Komm, jetzt hier hin. Hier hoch? Nein, 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 nein. Antonia, zum bitte! Zum Dachdecker? Antonia! Wie lange machst du schon Dächer? Romatra, jetzt hau ab, Alter! Wo ist denn der Dachdecker hin? Mein ganzes Leben mach ich. Romatra, hör mal auf jetzt! Hallo! Der Dachdecker hat bestimmt Durst. Sag mal! Der ist den ganzen Tag in der heißen Sonne, in der prallen Sonne am Arbeiten. Aber ich zieh mich jetzt zurück, ich gehe jetzt. Meine Arbeit ist getan. Ich zieh dir gleich was ganz anderes zurück. Ich bin schon längst unten. Antonia, es ist mittlerweile Morgen. Ich hab jetzt hier das Ding auf. Ach, guck mal, hier was zu trinken. Ich hab's schon ich hab's in der Hand, Antonia. Ich muss nur noch drüber rollen. Komm schon. Aber der. Antonia, ich zieh auch wieder meine Hose an. Dachdecker, Antonia! Lass mich in Ruhe! Nee, jetzt komm mal! Der Dachdecker ist weg. Oh, ja, jetzt haben wir Zeit zu zweit, genau. Ich verstehe das, Alter. Romatra, komm mal bitte her. Romatra, wir tauschen einmal. Gib her, komm, wir tauschen. Hallo, Dachdecker. So. Jetzt hast du bei Durst, oder? Hier ist was zu trinken für den Dachdecker. Hast den ganzen Tag so hart in der Sonne gearbeitet. In der prallen Mittagssonne. Schau mal. Die Nase auch gut trainiert. Antonia? Ja? Sag mal, wenn wir zu dritt wären, ne? Was sagst du denn dazu? Romatra, ich weiß nicht, ob ich da so wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch, Romatra, das ist klar. Ich muss euch aber eine Sache sagen, ich liebe es, wenn wir dann nachher fashen, ich habe noch 12 Eier dabei. Ich hab ich. Antonia, guck mal, das, wenn ich dich sehe, dann wird aus dem das. Oder so. Siehst du? Oh, scheiße. Mhm. Zack. Spark, wir machen es gerade zu dritt. Darf ich mich wieder muten? Ja. Okay. Auf geht's. Antonia, magst du dich vielleicht schon mal frei machen? Ich meine, du weißt ja. Okay. Alter. Oh, ich lieb's auch, wenn ich geslappt werd. Komm, slap mich. Gib ihm Knossi, gib ihm Büss. Oh ja. Oh. Warte mal. Ach, Knossi ist auch da. Alter, er hat ein bisschen zu hart zugeschlagen. Scheiße. Romata, denk dran, in die Offhand damit, ne? In die Offhand damit, In die Offhand damit. Ich hab mit Noppen, du ohne. Hi. Schau mal, guck mal, dein Vogel, er hat auch Spaß. Und rein in die Olga, da leg dich hin. Oh, ist es FSK? Ist mega. Ich fäsch wie ein Weltmeister. Alter, mega. Ich weiß nicht, ob das mir so... Der Vogel irritiert mich ein bisschen, aber macht mich auch ein bisschen geil. Hier, nimm mein Pfand. Nimm mein Pfand, Vogel. Romatra, du bist dran, steig dazu. Romatra, auf geht's. Hier. Oh, das ist mir jetzt langsam. Antonia, ist es nicht super? Ist zu viel. Jetzt bist du dran. Okay, ich leg mich hin. Ich leg mich hin. Auf geht's. Antonia, setz dich. Antonia, setz dich. Mit dem Papagei. Jetzt wird's richtig dirty. Ja. Tu den Papagei meinen Schritt. Okay, wer will mit meinem Karussell fahren? Wir feiern die geilste Fesch-Party der Welt hier. Nein. Wir machen einen Fesch-Zug. Es wird zu dritt gefescht im Zug. Oh, wow. Das ist cool. Ausziehen. Das muss so. Ja. Boah, wenn Petrit erfährt, was wir gemacht haben. Oh, Scheiße, Petrit. Antonia, warte. Oh Gott, durch die ganzen Drinks habe ich ganz vergessen. Nein, Antonia, nein, warte. Oh Gott, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Nein, wo gehst du denn hin? Ich glaube, ich muss... Antonia! Nein, Antonia, warte. Wir können das alles klären, Antonia. Jungs, es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich muss neu anfangen. Nein, Antonia, nein! Komm nicht zu Nase, springe ich auch nicht. Schau dir diesen Arsch an, da kannst du doch nicht gehen. Antonia! Nein! Ah, komm, Romana, wir sind immer noch zu zweit, let's go. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, Alter. Zum Glück hat das niemand aufgezeichnet oder so. Puh. Oh, tut mir der Kopf weh. Ich trinke nie wieder Alkohol. Ich auch nicht, Romatra. Mir ist richtig, richtig schlecht. Wieso stinkt das hier so nach Lachs und Eiern? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier passiert? Wer hat denn hier den BMW geparkt, Alter? Wieso bin ich nackt? Ich kann nicht sagen, was passiert ist gestern. Max? Ja? Ich hab's gemacht. Was geht? Ich hab's was gemacht, hast du gemacht, Max. In Minecraft. Was denn? Ich hab Minecraft...
Wie denn? Metro, Martha und Reef zusammen. Zu dritt habt ihr das gemacht. Das war eine komplett wilde Nacht, Max. Also das war die wildeste Nacht, die ich je hatte. Die war wilder als unsere Gamescom-Nacht, Max. Ich bin nicht zu spät gekommen dafür. Ich würde jetzt einfach, Reef, wir vergessen das. Petro, der fährt davon ins Chat, okay? Wir legen das jetzt ab Akta und ich baue einfach mein Haus weiter. Romatra, du machst mein Dach fertig und gut ist. Ja. Warte mal, Antonia. Ja? Komm bitte ganz kurz zu mir. Max, kannst du später feststellen, von wem das Baby ist? Ich glaube, ich hab das Baby in der Hand gerade. Guck mal bei mir im Stream. Oh, warte. Was ist das für ein Scheiß-Baby? Oh mein Gott, Alter. Er hat's in der Hand, Alter. Ich hab's in der Hand. Embryo, Alter. Das ist doch nicht rein. Leute, das ist doch nicht fertig, das Kind. Guck's euch an. Das sieht doch lang. Das hat auf jeden Fall die Nase von Romatra. Max, gib das Kind zurück. Du hast das Kind im Inventar. Hallo. Ah. Gib das Kind zurück. Werf's auf den Boden. Ich möchte keine Schwanger, ich will keine Geburt haben. Ja, du kannst doch auch Geburt machen, mach du die Geburt. Ich kann nicht Geburt machen, mal ganz kurz haben. Nee, gib das Kind zurück, Max. Hallo. Gib das nicht, Max. Max. Oh nein. Nein. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ich muss prüfen. Wo seid ihr? Max. Hier hast du es. Danke. Mehr Platz habe ich gerade nicht. Ich wollte eigentlich auf den Sand aufschlagen und sterben. Aber selbst dafür bist du zu botty. Geh da hin, Romatra. Ein Stück weiter zurück, Stück zurück. Hose aus, Romatra. Näher ran und los. Es ist drin. Oh. So. Gut, Romatra, du bist jetzt verantwortlich dafür, ne? Du musst irgendwann gebären. Morgen ist die Geburt. So. Werde mich gleich schon wieder von dann machen. Morgen streame ich ein bisschen früher. Just saying. Und ja, meine Freunde, wir sehen uns morgen Abend wieder. Ich denke mal um 17 Uhr schon. Macht's gut, haut rein. Ciao.